Hallo Leute, wir sind hier, haben uns hier zusammengefunden, weil wir etwas eigentlich nicht zu feiern haben, aber weil wir einfach Langeweile haben und dieses Video machen. Und da haben wir einen super tollen Anlass, denn wir haben 25 Abonnenten. Ich sitze hier, der Reile, und neben mir sitzt Upsos, der gerade noch seine Kippe raucht. Wir machen hier ein super Abonnenten-Special, nämlich, wie ihr wahrscheinlich schon seht, 25 wären schön, aber 150 Fragen gegen Langeweile. Langeweile haben wir eigentlich nicht, aber wir beantworten wegen euch trotzdem diese 25 Fragen. Und da ist, ja, 25 mal 17. So, ich würde, erstens dein Name. Also ich bin Reilem. Wa? Ich bin Noxus. Richtig, ich bin Geburtstag, wa? Wann bist du geboren eigentlich? Ich bin am 16.03.1992 geboren. Ja, nee, ich nicht. Ich nicht, ich bin anders. Ich bin am 13. Juni geboren und heiße Reilem. Die dritte Frage ist Nickname, wa? Oh. Ich heiße Reilem. Das heißt auch wirklich mein Name. Steht in meinem Pass, in meinem Let's Play. Welches Parfüm benutzt du? Ganz ehrlich, ich benutze meinen Männerduft, meinen eigenen Duft. Ich habe ein Parfüm zu Hause, das ist Magic Man. Ich weiß gar nicht, wovon nice. Das, von wem das ist, Alter. Aber du glaubst, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher, keine Ahnung. Aber es ist lustig. Mein Lieblingsshampoo ist die fünfte Frage. Ich nehme einfach irgendwas, was gerade da steht. Ja, das ist bei mir auch das ist nichts Spezielles. Farbe? Ich glaube, das ist so ein bisschen so dunkelblau, so wie auch unser Kanalhintergrund. Deswegen ist unser Kanalhintergrund auch der beste überhaupt. Richtig. Also ich würde mich da auch anschließen. Also blau, also eigentlich ist es mir egal, ich aus. Ja, sieht ja schon da unten, sieht übergut aus, unser Kanal. Beste. Also mal, beste Freunde, die chillen hier gerade. Nein, eigentlich steht hier davon nur einer, aber der Rest chillt hier auch nur. Richtig, also eigentlich chillen alle bei mir. Ja, gut. Deswegen kann er auch so selten aufnehmen, weil immer jemand hier ist. Kleine Beschreibung der Person. Tja, der neben mir, der Reinem sieht aus, ist relativ bleich, genau wie ich. Ich bin nicht gerade groß. Ich bin gerade aufgestanden. Ja, der hat mich abgeholt. Ich konnte gerade nur meine Haare waschen. Die etwas länger sind, dunkel. Meine sind blond, kurz. Und er ist 1,80. Ich bin 1,86. 1,86? Ja. Okay. Marvin ist 1,50. Ja, richtig. Du hast meinen Namen auch schon mal gesagt. Ja, ist okay, kein Ding. Eigentlich am Marv, ja? Also so viel schon mal klar zu stellen. Zum Marv. Richtig, so richtig. Was haben wir noch? So Beruf, Schüler? Ich bin Schiller. Du bist Schiller. Du warst gerade in Schule, reicht. Tiere. Wir haben beide Katzen. Ich habe zwei und er hat eine. Was haben wir als nächstes für eine Frage? Wann hast du das letzte Mal geduscht? Gestern. Das war auch gestern, weil er mich ja vorhin aus dem Bett geschmissen hat. Ja. Welche Farbe hat die Hose, die du gerade trägst? Hellblau. Meine ist schwarz. Jogginghose, wie immer. Was haben wir noch? Lieblingsmusikrichtung. Rap, ganz klare Sache. Mach du mal weiter, Hobbys? Ja, mein Hobby. Wir sind hier, weil wir Let's Playen, so meine ich. Richtig. Außerdem brauchen wir Shisha. Mhm. Ja. Ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Dann haben wir 15. Traumauto, brauche ich nicht erzählen, wisst ihr? Das ist RX8. Von mir ist es der Mercedes CL AMG. Irgendeiner davon ist mir egal welcher. Was haben wir noch? Raucher oder Nichtraucher? Beide Shisha-Raucher, aber nur ich rauche auch Zigaretten. Richtig. Zahnpasta habe ich gerade noch mal kurz geschmult. Das ist bei mir Signal. Ja, er hat nämlich die Fragen noch nicht gesehen. Ich habe die irgendwo in einem anderen Abo-Special mal gesehen. Sie sind hier voll die Biter. Aber meine Zahnpasta, ich nehme immer gerne Colgate. Welche davon ist mir eigentlich vollkommen... Colgate Max Fresh. Colgate Max Pain, meinst du? Das ist die einzige, die mir gerade einfällt. Die habe ich mal irgendwie so... in so einer Werbung gesehen, da kam noch so die neue Colgate Max Fresh. So frisch wie ein Gletscher oder so war die Werbung, die war extrem cool. Ja, Lieblingsessen? Kassler. Kassler, deswegen liegt hier auch seit drei Wochen dieser Bratenschlauch. Richtig. Ja, Mann, der Bratenschlauch, der ist killer. Ich habe erst gemunkelt, das ist ein Kondome, aber das ist jetzt nicht. Was esse ich denn am liebsten, Alter? Irgendwie so Mainstream-like Pizza oder sowas. Oder Fischstäbchen machen wir aber auch gleich. Weil ich habe nämlich auch noch nichts gegessen. Ja, weil ich immer drei Packungen Fischstäbchen im Frost habe, komischerweise. Ich weiß auch nicht genau warum. Meine Eltern kaufen es immer ein. Damit ist auch schon Frage 19 beantwortet. Ich wohne bei meinen Eltern. Und der hier hoch neben mir. Lieblings-Eiscreme. Schokolade. Oder Zitrone. Okay. Ich esse gerne so Joghurt, aber Eis esse ich sowieso selten. Lieblingsgetränk. Frage 21. Alkoholisch. Oh. Also bei mir ist alkoholisch der Wodka. Und nicht alkoholisch wäre es wahrscheinlich, oder auch Tequila.
Aber nur manchmal und nicht alkoholisch, wahrscheinlich normale Cola oder sowas. Oder alkoholisch Wasser. ist eigentlich. Wie heißt es? Was meinst du jetzt genau? Ich muss ein bisschen Kinder werden. Achso, ich habe ja, ach ja, gleich zur Info, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Hinter mir steht ein Regal, wo sämtliche alkoholischen Flaschen stehen, die ich schon mal getrunken habe. Da steht zum Beispiel, können wir das umgehen? Das ist Bacardi West irgendwas. Genau, Bacardi West, ja. Da steht so ziemlich alles. Da steht Desperados, da stehen diverse Wodka-Flaschen, da steht Apricorn, da steht Sky Wodka, Jack Daniels, eine 1,5er, eine Rotkäppchenflasche, noch ein GP, seht ihr noch mal schon. Relativ teuren Wodka sehe ich da noch mal. Haben wir noch alles? Also eigentlich sehe ich hier meistens Wodka, Bobo Wodka ist da hinten noch. Das Einzige, was immer noch halb voll ist, die Raki-Flasche. Die Raki-Flasche, von Kumpel von uns. Die sind immer noch hier. Ja, bringt jedes Mal eine neue mit und lässt die halb voll dann hier stehen. So, was haben wir noch? Wann gehst du ins Bett? Standardgemäß zur Schulzeit, so um 0 Uhr, 1 Uhr? Und ich gehe eigentlich voll schlafen, wenn ich müde bin. Ja, okay, du bist auf Ausnahme hier. Lieblingsschuhe? Die habe ich gerade an. Meine Vans, meine braunen. Das sind meine Lieblingsschuhe. Ich sag's einfach mal, normale Turnschuhe. Egal von welcher Marke, meistens Nike oder sowas. Oder Puma. Was auch immer gerade kommt. Naja. Lieblingssong. Oh, jetzt wird's knifflig. Lieblingssong. Ich glaube, wir brauchen viel zu lange, Alter. Also, Lieblingssong, keine Ahnung. Alle Rap-Songs, die es gibt. Weil ich höre im Moment wirklich mega gerne, ich bin so Gaga von Sido und Hengst. Das ist schon alt, 2008, Alter. Aber ja, ich feiere cool gerade. Ja, das kommt immer mal wieder, dass man Songs von früher einfach mal wieder feiert. Aber ich habe auch keinen wirklichen Lieblingssong, keine Ahnung. Alle. Lieblingswebsite, www.uges.com. youtube.com/user/reilemlp. Lieblingsfach in der Schule. Ui, Englisch. Informatik. Ja, das war ja klar. Waren wir schön zu zweit. Grüße an Balrog an der Stelle, ja? Das Fach, das du am meisten hast. Biologie. Mathe. Gut, passt. Es war irgendwie komisch, war, weil Informatik ist cool und Mathe ist scheiße, aber ist irgendwie so. Gibt es da Sport, den du ansiehst? Frage 28, das wäre wahrscheinlich entweder Kampfsportturniere von, hier kennt ihr ja so, wie heißt das, UFC oder sowas, oder halt Fußball? Ja, Fußball. Würde ich mir eigentlich mal an. Schrecklichste oder nervigste Person, die du kennst? Weile. Nee, ich bin cool. Wen kennen wir denn, den wir jetzt dissen können? Gibt es so viele, lass mal aus. Lieblingsurlaubsziel, nicht Lorette Mar, weil der Sandstrand... Pobirovo, Alter. Pobirovo, ja. In dem Pobirovo, ganz klar. Ja, könnt ihr googeln, dann findet das vielleicht, wahrscheinlich nicht. Piercing und Tattoos. Ne. Man, Piercing oder Tattoos, dann sag ich Tattoos. Ach so, das ist eine... Falls es so gemeint ist. Ist also, ist die Frage Piercing oder Tattoos, auch, ob wir das haben oder ob wir was wir wählen wollen. Dann auf jeden Fall Tattoos, ja, das ist klar. Tattoos, ob es jetzt so gemeint ist, weiß ich nicht. Vollmilch oder haltbare? Ich habe meistens haltbare Vollmilch, ganz ehrlich gesagt. Natürlich, Digga, ich bin special. Ich hab Gemüse. Vollmilch mit 3,5% Alkohol. Single oder vergriffen? Ich bin gerade vergriffen. Ich bin gerade versingelt. Versingelt. Einfach oder kompliziert? Einfach, auf jeden Fall einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mag oder nicht. Ich sag einfach. Wir sind einfach die Besten und nicht kompliziert die Besten. Richtig, so sieht es nämlich aus. So, Gesetz. Oder Anarchie. Anarchie, was ist los? Ja, ich bin aber wirklich auch voll dafür. Läuft gerade alles komisch. Schreiben oder lesen? Lesen. Nee, ich schreibe nicht mehr, Alter. Schreiben kann ich nicht, ich bin dafür zu doof. Nee, ich schreibe dann schreibe ich lieber mal so einen Text für unser Video, als zu verlesen. Sonnenauf- oder Untergang? Untergang würde ich sagen, weil erstmal sind wir Kreaturen der Nacht. Und so ist auch unser Bezirk. Bei uns ist es immer dunkel, weißt du, niemand zählt. Ja, ich ja. Bist 38. Was? Ach, 38, Frage 38, meinte. Bist du für Sex vor der Ehe? Natürlich. Ich bin für Sex vor der Geburt, Alter. Das ist leider nicht möglich. Kommt darum, ist ja nicht die Frage, wer. Was ist mir eine Frage? Frage 39. Spät aufstehen oder spät wach werden? Spät aufstehen oder spät wach werden? Was ist das für eine Schwachsinnsfrage? Ich stehe spät auf, werde aber schon ein bisschen vorher wach. Okay, dann muss leider passen, hab ich keine Ahnung von.
existieren. Bei mir klingelt der Wecker und ich stehe auf. Romantischer Baden oder Duschen? Duschen. Ich würde sagen Duschen, weil da kann man wenigstens ein bisschen was im Stehen machen. Im Liegen ist es auf jeden Fall ein bisschen. Ich meine, aber so mit Kerzen außen rum ist doch Baden auch ganz. Kannst du aber auch Duschen und Kerzen auch mal machen. Ja, ist klar. Könnte nicht nass werden. Okay. 40. Warte kurz, ich erkläre anders. Wenn die Frau etwas, sagen wir mal, dreckiger ist und auf versautere Sachen steht, dann das Duschen. Ist sie mehr die Romantikerin, dann auf jeden Fall das Baden. Es geht doch um Romantik. Dann Baden, dann ist okay. Wir haben 41 jetzt hier. Leder oder eine gestrickte Gelbbörse? Leder. Ja, ich auch. Meines, was ist braun ist mein. Deines braun, meine schwarz. Was kommt zuerst? Arbeit oder Vergnügen? Vergnügen, was ist los? Ja. Smaragd oder Rubin? Smaragd. Ja. Also weißt du überhaupt, welche Farbe der hat? Grün. Ja, das wäre jetzt auch peinlich gewesen. Restaurant mit Kerzenlicht oder Picknick im Mondlicht? Ja, ich bin VIP. Restaurant. Charge auf Jitsen oder bitte mit deiner Freundin. Gar nicht, aber ich hab's noch vor. Ja eben, aber dafür Jitsen Park mit dir. Aber nicht beim Mondschein. Oder Mondlicht. So kommen wir hier bis runter hier. Links oder rechts? Auf die politische Meinung oder einfach generell? Generell? Ich sag einfach mal links. Ja, ist auch richtig, weil ich bin rechts auf dem Kanal. Richtig. Also da jetzt andersrum bei dem Bild, aber beim Kanal bin ich rechts, deswegen machen wir es so. Vanille oder Schokoladeneis kennen? Die Frage wurde vorhin schon mal beantwortet. Ich habe Schokolade gesagt. Oder Zitrone. Ich sag da jetzt aber Vanille. Stehe. Scheiße, wo machen wir das? Hier. Leonardo DiCaprio oder Tom Cruise? Da ich nicht schwul bin, kein von beiden. Ich nehme über keine Ahnung wen. Julia Bond. Wenn es darum geht, wer der bessere Schauspieler ist, dann ist es für mich Tom Cruise. Ja. Grüne Bohnen oder Karotten? Ja, grüne Bohnen. Ja, richtig. Katzen oder Hund? Katzen haben wir ja, also haben wir schon beantwortet. Halb leer oder halb voll? Ich bin halb voll. Ich bin immer halb voll. So, Senf oder Ketchup? Kommt doch an, zu was eigentlich, aber generell sagen wir einfach mal jetzt Ketchup. Ja, ich werde auch gleich Ketchup schön zu dem Fischstäbchen essen. Richtig, dann nehmen wir mal einfach mal Ketchup. Tageszeitung oder Magazin? Dann nehme ich mal die Tageszeitung. Beides nicht momentan. Ja, okay, ist ja. Wir sind noch jung, wir brauchen sowas noch nicht. Sandalen oder Turnschuhe? Turnschuhe. Turnschuhe. Warst du jemals Opfer eines Verbrechens? Nein, immer nur der Verbrecher. Umarmt? Warte mal, stell mal. Okay, genau okay. Das okay. Hat die Person auch gesagt, bei der ich das abgeguckt habe. Okay. Ja. Die Person arbeitet übrigens bei der GSG 9. Vielleicht wissen einige von euch, wie ich das gesehen habe. Ich gucke, dass ich das nicht an. Sie. Umarmen oder küssen? Generell küssen würde ich sagen. Beides. Ja, beides eigentlich. Also das erste Mal umarmt man sich und dann küsst man sich ja. Körpergröße 1,70 und Schuhgröße 42 bei mir. Ich glaube 43,5 oder 3 Viertel oder so. Das ist so ganz crazy. Haarfarbe, Haarlänge haben wir auch schon gesagt. Augenfarbe habe ich so ein grün-grau. Ich habe gelb. Gewicht 65. 165. Bei mir. Leck mich. Bei mir. Deine Definition von Liebe. Jetzt wird es aber echt. Fangen wir bei Frage 61. Sind wir aber langsam heute. Aber egal, kann ja länger werden. Deine Definition von Liebe. Liebe ist das Zusammenleben. Und nicht irgendwie mit. Naja, halt, dass man gerne zusammenchillt. Mit dem Partner sich gut versteht. Was man jetzt unter Liebe versteht, kennt ihr doch, oder? Das ist aber nicht ja, so schwer. Das reicht jetzt auch. Ich will jetzt nicht auch noch umschwafeln. Geschwister. Halbschwester, eine? Ich habe zwei Geschwister. Wenn ich drei Wünsche frei hätte, wäre ich reich, schön und hätte einen noch größeren Penis. Also ich würde mir unendliche Wünsche wünschen und nicht den Rest Scheiß. Ah, okay. Ich wäre cool. Achso. Einmal cool sein. Okay, die ultimative Coolness meinst du, okay. Ja. Lieblingsabkürzung. SWAT. Special Weapons and Tactics. Oder auch, SWAT. OMG, irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß gar nicht, ob XD und das Zeta ist Smiley, oder nicht als Abkürzung. Egal, ich hab's mal angefangen. Lieblingszahl. 25. 65. Okay, 65, ja, er hat recht, 65. Natürlich. Das Romantischste, was dir jemals passiert ist.
65. Oh, Frage nice. 65. Frage 65, weil die Zahlen haben wir mit 65 beantwortet. Sehr schön, sehr schön. Das Romantischste, was hier passiert, ist ja auch wieder jetzt hier. Wir haben 25 Abonnenten. Das war so schön. Das war so, glaube ich, auch fast geheult. Das ist auch im Gerstenlicht. Star Wars oder Star Trek, das werde ich mal beantworten. Star Wars, ganz klare Sache. Überhaupt gar nicht. Welches Lied hörst du gerade oder welches war das letzte? Das letzte, was ich gehört habe, war Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung. Ja, richtig. Das war Kassel. Hat er gerade angemacht, als er reinkam. Deine Meinung zu Bill Gates? Ja, gut. Ich war cool. Ohne ihn wären wir wahrscheinlich gerade auch nicht hier. Richtig, also. Direkt neben mir, Frage 70. Was ist direkt neben mir? Ist Noxus. Und auf der anderen Seite nichts. Richtig. Was haben wir jetzt als nächstes? Bei ihm ist auch direkt neben ihm Noxus. Richtig. Welche Farbe hat dein Computer am Tisch? Holz. Also das, was gerade vor mir ist, ist eine weiße Platte. Weil wir haben so einen, also er hat so einen zweigeteilten Tisch, den ich da rangebaut habe. Da steht mein alter Rechner drauf. Den habe ich hier mal rübergebracht. Nächste Frage. Was sind die letzten vier Ziffern deiner Telefonnummer? Die längste Praline der Welt. Ja. Zu kurz. Lieblingsradiosender? Ja, ich höre kein Radio. Kiss FM. Das ist am coolsten, aber ich höre kein Radio. Richtig, aber ich auch nicht. Was sind die seltsamsten Namen, die du je gehört hast? Warte kurz, kann ich kurz nachgucken? Das war Kulu Maratschachin der Dritte. Ich meine Fikri. Fikri, ja, Fikri ist auch gut, aber Kulu Maratschachin der Dritte ist auch so ein Film. Ombach 2, glaube ich, auch so gewesen. Das ist ein, da musste ich mich damals mit dem Kumpel richtig totlachen, ey. Letzter Film, den du gesehen hast im Kino. Fast and the Furious 5. Richtig, auch. Schön sogar. Ich ja. Warte danach nochmal was gucken. Sicher, was denn? Keine Ahnung. Ah, ist egal. Wenn du eine Kreide wärst, welche Farbe hättest du? Standardweiß. Gelb. Trotzdem weiß. Wo willst du deine Flitterwoche verbringen? Im Artemis. Ja, schon nochmal ein Pobjorov, war cool. Zu Pobjorov, Alter. Wenn du willst. Was? Wenn du. Wen willst du? Wann? Wen? Wen willst du zurzeit heiraten und mit ihm den Rest deines Lebens verbringen? Nicht bestimmt. Nee, ja, bei mir auch nicht. Letztes Buch, was du gelesen hast. Faust, glaube ich. Ja, guck mal, bei mir auch das sogar. Könnte Faust gewesen sein. Schule. Was heißt das? Hast du einen. Ah, nee, Quatsch. Von Barney Stinson. Ja, also wer den kennt aus How I Met Your Mother. Das war das Buch, also auf Umlegen, auf Englisch. Wie hieß denn das Ding? Der Bro Code war das, genau. Gutes Buch übrigens. Nicht für Frauen geeignet. Geeignet. Richtig. Hast du einen Pager? Nein. Ich weiß gar nicht, was das ist. Pager ist ein Teil, wo man immer so Nachrichten bekommt. Das ist eigentlich ein Handy ohne Anrufffunktion, glaube ich. Ich habe nur zu brauchen das sein. Aber es hat halt eine gute Leistung für andere Zeugs. Also. Lava-Lampe? Nö. Habe ich auch nicht. Wie viele Leute sind auf deiner Buddy-Liste? Kannst du drüber antworten? Ich habe keine Buddy-Liste. Ey, also ich habe Facebook-Freunde gar nicht so viele. Ich habe bei X-Fire irgendwie 3 Millionen Freunde, die schon seit 10 Jahren nicht mehr unten waren. Und bei MSN sieht es genauso aus. Was anderes hatte ich eigentlich nicht. Wie ist das Wetter gerade? Grau. Es ist voll kalt. Ich bin mit nassen Haaren hier raus. Wann hast du die letzte Nacht gemacht? Ich verstehe jetzt wirklich nicht. Komm ich raus. Was hast du die letzte Nacht gemacht? Ich habe das Kanaldesign gemacht. Geschlafen. Und einen Film bekommen. Ja. Letzte Person, mit der du telefoniert hast, Rainer. Ja, richtig. Mit wem redest du gerade online? Mit euch? Ja, wahrscheinlich. Wie ist dein Name rückwärts? Needsdude. Oder sowas bei dir. Suxnun. Oder wie so ein Zeug. Ja. Was hast du als Computerhintergrund? Meine Freundin. Ich habe ein NVN-Logo.
Worauf schaust du beim anderen Geschlecht zuerst? Das Gesicht, weil wenn das Gesicht, weil wenn das Gesicht im Arsch ist, ist alles andere auch im Arsch. Ich laufe ja auf das, auf die Person zu, deswegen so auf die äußere, die Konturen. Achso, verstehe, also was heißt die Form? Ja. Okay, ja. Alles klar. Was machst du morgen? Nicht viel. Chill. Morgen? Ich weiß nicht, was ich morgen mache, aber heute muss ich noch Need for Speed aufnehmen. Richtig, ich muss auch Minecraft aufnehmen und Star Wars ein bisschen. Was haben wir jetzt? Wem bewunderst du am meisten? Wuscht. Wundern auch nicht, aber mögen wir mal so. Ja, es ist voll kompliziert. So, wir bleiben mal ein bisschen beim Let's Play, oder ich zumindest. Da bewundere ich den nicht, also ich beneide nicht Saraza, aber ich bewundere ihn, weil er sich wirklich gut um alles kümmert. Er ist einer der coolsten überhaupt, weißt du? Weil er wirklich auch antwortet. Ich habe ihm von einer Weile eine Nachricht geschrieben, er hat mir gestern geantwortet. Hast du noch gar nicht gesehen, oder? Ja, ich sehe schon gleich mal. Also er ist richtig cool. Alle Saraza abonnieren, richtig. Killer. Backstreet Boys. Uiuiui. Kein Bedarf. Mann, Backstreet Boys, ich weiß nicht, in irgendeinem Interview hat, glaube ich, Flair gesagt, nein, wer war denn das? Irgendeiner war das, der gesagt hat, er wäre ein Backstreet Boy, Fahrt war das. Und eigentlich hat er recht, weil Backstreet Boy heißt eigentlich nur so Junge vom Bordstein. Weißt du? Nein, dann sind wir alle Backstreet Boys, meinetwegen. Wie viele CDs hast du? Meinen wir jetzt Musik-CDs oder generell? Wahrscheinlich funktioniert 50% nicht, weil die auch vorne aus den 90ern sind. So alte Spiele, bin ich nicht so gut umgegangen. Mir ist aufgefallen, die Frage nach dem Alter wurde noch gar nicht gestellt. Ich glaube, ganz oben. Ja. Wir waren Geburtsdatum mal gefragt, ne? Achso, ja, da kann das ja auch so richtig bestimmen. Was war die letzte CD, die du gekauft hast? Flair, im Bus ganz hinten. Ein Zilla-Instinct. Ja, stimmt. Was ist seit deinem Lieblings? Hatten wir schon. Das ist doch schon hier. Ja, Spoiler, nehmen wir raus. Soda? Soda-Club, Alter. Soda-Club. Genau, was ist das für eine Frage? Cola oder Pepsi? Cola? Ja, Cola. Wie viele, 99. Kinder, wie viele Kinder willst du mal? Zwei. Junge Mädchen. Wenn's, oder wenn es nicht möglich ist, dann Mädchen. Ja, also auch zwei, denke ich. Cool. Achso, die nächste Frage ist sogar direkt, wie viele Jungs und Mädchen? Ja, haben wir gerade beantwortet. Das wäre voll groß. Warst du jemals verliebt? Natürlich. Ja. Wann hast du das letzte Mal geweint? Als wir die 25 Abonnenten geknackt haben, haben wir geweint. Wir lagen uns quasi in den Arm, als wir es gesehen haben. Bei den romantischen Kerzen in der Badewanne natürlich. Ja. Ja. Was war als nächstes? Wann hast du das letzte Mal geweint? Wann ist das erste, an dem du dich erinnerst? Da war ich auf der Straße. Ich kann mich wirklich. Ich weiß ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, was davon jetzt als erstes Zeichen gewesen sein soll. Ja, kann man sich eh so gut erinnern. Gute Frage. In wen warst du zuletzt verliebt? Also davor. Emily. Also ich bin seit Tag 1 verliebt in. Ich weiß gar nicht. Alte Schuhe oder was? Nein, also ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt, was die Frage umgeht, aber mir fällt gar keiner ein. Wait, ja, ich bin also, bist du zurzeit verliebt? Ja, bist schon mal alt, oder? Und in wen bist du zurzeit verliebt? Meine Freundin immer noch. Ich? Nein und nein. Jetzt sind wir schon bei 107. Wie fühlst du dich im Moment? Gechillt. Ey, mega hungrig. Das ist nämlich 0.34 Uhr am 1. Januar 2006 hier gerade. Der Computer resettet sich immer, wenn man den Hof fährt. Na, der ist traumhaft, der PC. Was denkst du gerade, dass wir Hunger haben immer noch? Wir wollten jetzt erstmal. Das ist die erste Frage, wenn wir 18 sind. Richtig, und dass Rylan extrem krassen Hunger hat. Das ist ganz böse. Der ist auch gerade aufgewacht. So, wer ist dein bester Online-Freund? Habe ich keinen. Also, ich bin da nicht so online parat, also ich bin nicht so online. Online, wirklich nur von online, kenne ich. Ist eigentlich hier, Link, Alter. Habe ich zwar eine Weile jetzt schon nicht gesprochen, aber Link ist cool, kenne ich seit 2005. Haben wir jetzt. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Ja. Ich auch. Glaubst du an Gott?
teilweise mehr so an das, so eine Art Schicksal, würde ich sagen, was auch mit Gott vergleichbar ist. Ich glaube an mich. Richtig. Also ja. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Gar nichts. Ich esse meistens erst in der Schule und das ist meistens erst um 10 Uhr, also kann man es nicht wirklich als Frühstück bezeichnen eigentlich. Ich esse bei mir voll unterschiedlich. Ich esse am liebsten Toast, auch gar nicht so gerne Brötchen. Nächste Frage, 113, stehst du auf Blind Dates? Blind Dates? Ja. Ja, stehst du auf Breitlings? Ja. Breitlings, richtig, ja. Auf jeden Fall. Was ist deine Lieblingsfernsehsendung? One Piece. Oder How I Met Your Mother. Was ich mir zurzeit immer reinziehe nebenbei ist, Schlag den Star und Schlag den Raven, so alte Folgen, zumindest so alt wie sie sein können. Das feier ich schon. Ja, also. Was ist dein Lieblingsfilm? Collateral. Film? Collateral, ganz klare Sache. Oder American History X. Kann man sich aussuchen. So beide geil. Keine Ahnung, ich bin nie so der Filmtyp. Was ist die beste CD, die du hast? Von Musik her habe ich ja nur eine, das ist mein allererstes Album, was ich gekauft habe, war Flair. Das ist auch also mein bestes CD. Godzilla Instinct. Was ist die peinlichste CD, die du hast? Da könnte ich jetzt nachgucken, aber das ist irgendwie so eine. Erstmal habe ich die neue Deutsche Welle und zwar nicht die von Flair, sondern die richtige neue Deutsche Welle. Ich glaube, ich habe eine Westlife-CD, aber nur weil meine Mom die wegschmeißen wollte und ich gesagt habe, ich behalte die hier. Die intelligenteste Person, die du kennst. Svedipack. Haben wir jetzt wahrscheinlich auch einen Typ aus der Schule. Der kleine Kecko. Coolste Person. King Cool KVN. Richtig, sag ich einfach auch mal. Das gleiche. Dümmste Person. Also auch bekannt unter Black Death. Mohagott. Achso, okay, also die dümmste Person. Keine Ahnung, hab ich keinen. Ich weiß auch nicht, wer voll dämlich ist. Ich hab keine dämlichen Leute mehr. Ja, richtig. Die sind schon ausgemistet. Jetzt gehen meine Karte schon meine Zigaretten aus. Alter. Ja, drei Zigaretten schon gebraucht. Ich bin heute wieder in Topform, ich merke. Was sind wir denn? Die lustigste Person, die du kennst. Ach du Heiliger, ey. Was sind das für schon komische Fragen? Ja, okay. Das ist so unfassbar lustig eigentlich. Wir sind alles ernste Menschen hier. Richtig, wir sind nicht. Wir sind ernst. Aber auch viel lustig, wenn wir Alkohol trinken. Also, das muss man sagen. Was ist dein Lieblingsland? Ja, Deutschland. Das Deutschland, was los? Glaubst du an Wunder? Ja. Wunder gibt es immer wieder. Joker, sehr schöner Track. Richtig, also ja. Mit wie vielen Kissen schläfst du? Uiuiui, da bin ich ja, ich glaube erstmal mit 2 Decken, immer, auch im Sommer. Und mit knapp 5 Kissen, würde ich sagen. Man, ein Kissen, eine Decke. Und das ist mir schon zu viel, weil mir ist immer warm. Was ist dein Lieblingsparfüm? Am anderen Geschlecht? Achte ich nicht so drauf. Nee, kenn ich mich voll nicht aus. Solange es nicht nach Schweiß riecht oder nach anderen Exkrementen ist. Neue okay. Schweißparfüm von Christina Aguilera oder was? Richtig. Was ist das schlimmste Gefühl? Also das Gefühl, wenn man getrunken hat und man weiß, man geht schlafen oder man will schlafen gehen und hat schon das Gefühl im Rachen, dass man in den nächsten 5 Minuten sich übergeben werden muss. Das würde ich sagen. Oder der Kater am nächsten Tag dafür aus dem Einzug rein. Ja, naja, nee, so ein Trauer ist nicht so ganz schön. Sensibel, wie ich bin sagen. Was ist das schlimmste Gefühl? Der Zustand vor dem Erbrechen. Ich wusste, dass das kommt. Ganz klare Sache. Was sind deine Lieblingsnamen bei Jungs? Das ist voll schwer, weil das ist voll schwul, wenn man da irgendwas sagt. Also das finde ich auch schwul, da sagen wir mal nichts. Was ist dein Lieblingsname bei Mädchen? Ich mag den Namen Emily. Mann, Chiara. Chiara. Also es sieht geschrieben noch besser aus als gesprochen. Verstehe. Wer war die erste Person, die dich verliebt hast? Warst. Aha, ja, sorry. Die erste, ja, da ich ja relativ spät mit Mädchen angefangen habe, wäre das dann Emily gewesen, aber ich war früher schon mal verliebt. Ja, da war ich, um Gottes Willen, da war ich in der 4. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich war auch in der Grundschule, richtig. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, meine hieß, glaube ich. Wie hieß die auch? Nee, Amanda hieß eine. Und die andere. Tanja. Ich kenne die beide nicht, Alter, aber ich weiß ja, auch nicht mal, wie die meine heißt. Die waren das, glaube ich, auch aus meiner Oberschule. Wir waren übrigens auf derselben Grundschule. Daher kennen wir uns. Das ist zwar keine Frage, aber dann haben wir halt 151 Fragen. Richtig. Was ist alles?
alles unter deinem Bett. Bei mir eine ganze Menge, da ich ein Hochbett habe, ist unter meinem Bett meine Alkoholsammlung, meine zweite PlayStation 3, ein Teil meiner Anlage, diverse Bücher, Stuhlsachen, ein Tower zum Alkohol trinken. Wer den kennt, so eine Tower, so eine hier, wo man so oben reinfüllt, alles dann unten wieder rauskommt. Also quasi wie der Mensch, ja. Ein Mülleimer, ein Ventilator, eine Hantelbank, diverse Hantel, Kurzhanteln, Konfusachen stehen darunter, eine Shisha. Und wenn ihr jetzt denkt, es wäre großes Bett, dann liegt ihr trotzdem falsch. Das ist alles nur runter richtig eingequetscht. Bei mir ist unser Bett so auch in die alten CDs, die ich erwähnt habe. Die sind in so einer Kiste, in so einer relativ länglichen Kiste. So alles, was ich nicht brauche, steht da irgendwie drunter. Wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war nicht so spannend. Ich war am Freitag, war ich mit meinen Jungs unterwegs. Wir sind ein bisschen im Bangbus umhergefahren. Das ist ein Bar von unserer Kugel, wo so 9 Leute reinpassen. Wir sind ein bisschen durch Berlin gekurft und haben ein bisschen Shisha geraucht. Ja, so mal dazu. Und sonst war es langweilig. Ich war mit meiner Stiefmutter, meinem Vater. Und hab da auch Kasteler gegessen. Ja, ja schon. Obwohl er hier im Bratenschlauch hier rumliegen hat. Mein Wochenende war cool. Was ist denn los? Was gechillt, Digga? Was noch? Wann haben wir eigentlich letztes Mal Shisha? Ich hab gar kein Shisha zu Mund gebracht. Ich aber wir fahren nochmal kurz zusammen. Dein Lieblingssport, den ich selber ausführe, wäre Handball und Kampfsport. Und den ich am liebsten so sehe, wäre auch Fußball. Und ja, Fußball. Was ist das Schönste, was du je gesehen hast? Berlin. Berlin. Unser Kanalhintergrund und unser Bezirk. Richtig. Und natürlich Berlin. Den Fernsehturm, ihr wisst schon. Skyline. Jetzt kommt. Oh, Frage 135. Das erste, an was du denkst, wenn du die folgenden Wörter hörst. Schule. Dreck. Talkshows. Cool. Schule cool. Talkshows. Dreck. Shopping. Ja, Shopping. Eigentlich auch Dreck generell. Es sei denn, man kauft was Cooles wie irgendwie was Elektronisches. Ja, voll anstrengend. Richtig, oder man kauft Waffen. Friends. Ja, Beste, was gibt's denn sonst noch zu denken? Das Wichtigste. Wichtigste und Beste, Mann. Ja, jetzt nicht. So, okay, alles klar. Ich bin aber ein bisschen verwirrt. Schokolade. Fett. Mann, zu viel gibt's davon. Richtig. Winnie Pooh. Winnie the Pooh. Habe ich früher mal geguckt, als ich klein war. Winnie hat geschissen, Alter. Ist mir egal. Richtig. Tag oder Nacht? Nacht. Ja, Nacht. Winter oder Sommer? Ich tendiere zu Winter, weil ich ein Wintermensch bin und weil ich im Sommer immer sehr schnell schwitze, weil Hitze nicht so arg. Ich auch, das ist voll schwierig. Das war auch voll angenehm, dass dieses Jahr nicht so warm war. Richtig. Aber man konnte halt nicht baden gehen. Wir waren einmal. Also ich war einmal. Also ich war ein paar Mal mehr, aber. Wir waren dreimal oder so. Also es hätte ein bisschen wärmer sein können, aber auch, wir hatten auch vor 2 Jahren so einen 35 Grad Sommer, der war ja nicht mehr auszuhalten. Was ist dein Lieblingsschauspieler? Jungs, das sind so eine Fragen für Mädchen, weißt du? Die haben darauf sofort eine Antwort. Ja, keine Ahnung. Wie heißt die überhaupt? Collateral, weiß ich gar nicht so genau. Mir fällt gerade irgendwie nur voll Vin Diesel ein. Oh, dann nimm mal Vin Diesel, das ist cool. Du kannst ja nicht immer selber nehmen wie ich? Natürlich kann ich das. Ja, okay, weil auch wir Fast and Furious und so, deswegen Need for Speed, weil rede ich ja auch öfter in meinem Let's Play mal drüber. Lieblingsfilm-Zitat. Da hat wohl dein Arsch eine Wette mit dem Teufel gemacht, die dein Arsch nicht einhalten konnte. Californication. Das war kein Film, aber es ist eine Serie. Das ist ein Ich fällt voll nichts ein. Ja, es gäbe noch eins aus Collateral, glaube ich, aber. Ach, ist egal, ich weiß es nicht. Gucken wir mal andermal vielleicht. Wie viele Fragen in diesem Text sind sinnlos? Geschätzt mindestens 50. Ja, so viel nicht. 20 vielleicht. 25, sei mir fair. Ja, ist richtig, 25 oder 26, weil mittlerweile haben wir 26 Abonnenten. Ja, richtig. Wir sind also voll spät dran. Was haben wir jetzt hier? Hast du schon mal mit einem Jungen oder einem Mädchen geschlafen? Mit einem Mädchen natürlich. Ja, mit beidem? Naja, so gesehen, als man klein war, natürlich auch mal mit einem Jungen viel geschlafen. Ja, weil ich habe auch schon mal hier gepennt. Wann war das? Vor 2 Monaten das letzte Mal hier auf der Couch, voll ungemütlich. Mhm. Mega schön. Haben wir die Nacht durchgemacht. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Oh ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube an ein Leben vor dem Tod. Das ist auch nice. Wer ist die hässlichste Person, die du kennst? Die ich je gesehen habe. Das ist so eine Frau, so eine alte Frau, die hier rumgeistert.
Die ist irgendwie ja, 1,50 groß. Die kenne ich auch. Die sieht aus wie eine Hexe. Eigentlich. Die wird ungefähr geschätzte 5-mal pro Tag von den Bullen verhaftet. Meinst du die? Nee, nee, das ist eine andere. So eine Drogen. So, ja, nee, die kenne ich auch. Aber die ist auch übergut. Die geistert hier rum und die hat immer so mega geschminkt, weißt du? Die hat so einen Lockenkopf, weißt du? So mega hoch und so, hat immer so pinken Lippenstift drauf und so total hässlich, 1,50 groß, Riesenbuckel, Alter. Die nervigste Frau, die ich kenne, nur nebenbei mal erwähnt, das ist so eine Frau, die wohnt hier auch, die fragt mich jedes Mal, ob ich denn eine Zigarette für sie hätte. Das ist ganz grauenhaft mit der. Jetzt haben wir eine 6. Lieblingsschulfach, haben wir das schon mal beantwortet? Also war haben wir schon mal. Ja, haben wir schon mal gemacht. Lieblingsmarke? Marke? Starbucks. Nee, Hydro. Hydro, nice. Das sind übrigens Tabaksorten, wer es wissen will. Hättest du doch nicht sagen sollen. Soll man ja wissen. Wie viele Konzerten warst du bis jetzt? Gar keinen. Ich war auf 3, 4. Schlecht. Das letzte, also bei mir gar keins, wie gesagt. Das letzte war Zeitenänderlich Konzert. Was nächste Frage? Lieblingsblume. Lieblingsblume. Na, stell mal die Rose. Die ist romantisch. Okay. Keine Ahnung. Meine Lieblingsblume ist Blumio. Ja, Mann. Lieblingstier. Also ist bei mir eine Katze. Richtig. Katze oder Schlange? Was trägst du beim Schlafen? 148. Was? Achso, was trägst du beim Schlafen? Ich schlaf nackt. Oder mit Boxershorts höchstens. Ja, mit Boxershort und T-Shirt, ja. Aber dafür habe ich halt auch nur eine Decke. Von wem hast du die letzte SMS bekommen? Ich glaube, das war von meiner Freundin. Die letzte SMS? Ah, der kann gerade gucken. Hier, guck mal. Ich guck mal nach. Du machst schon mal die nächste. Die nächste. Was ist... Ach, Mann. Wir machen es noch. Einen Moment. Wir machen es mal hier. Ich mach weiter. Okay, er macht weiter. Die letzte SMS habe ich von meinem Handy-Provider bekommen. Ja, sehr informativ, würde ich mal sagen. Und da haben wir bei 150 die letzte Frage, oder eigentlich 151, wir haben noch eine eingeschoben. Wie fandest du diese Umfrage? Ja, naja, das war unser Abo-Special, deswegen ist es die beste Umfrage der Welt gewesen. Und ich wollte mich dann schon mal bedanken für eure Unterstützung. Ihr schreibt schön fleißig Kommentare. Auch, wir helfen euch gerne. Also, einige haben uns ja schon ein paar Anfragen geschickt, ob wir irgendwie da helfen können oder wie man das Problem lösen könnte. Sind wir immer gerne dabei. Bleibt uns treu und Doxus will auch noch was sagen. Gerade habe ich ein Paket von Zalando bekommen, aber nicht für mich, für irgendeine Hausrolle oder so wahrscheinlich. Was waren noch für Fragen? Kann ich auch was beantworten? SMS von der Freundin? Das ist die Umfrage. Unterhaltsam. Und jetzt noch ein paar abschließende Worte. Abschließende Worte, naja, bleibt uns treu, wie er gerade schon gesagt hat, wir warten auf die nächsten Abonnenten, empfiehlt uns weiter, damit wir die 50 und die 65 bekommen, also beim 65 gibt es das nächste Special, haben wir uns schon überlegt, hat unsere eigenen persönlichen Gründe, würde ich mal sagen, und naja, guckt weiter. Haut da rein. Bis dann, hier. Yeah.